So, jetzt habe ich den 41. Abonnent und dadurch den 41. Let's Play-Teil erreicht. Das freut mich erstmal, dass ich erstmal so viele Abonnenten habe. Allerdings, die, was mich nicht freut, ist so die Sichtweite, dass sie wieder ein bisschen höher gestellt wurde. Aus irgendwelchen Gründen, weil das halt dadurch wieder am weniger FPS ist. Was wollte ich denn? Also, da ist noch relativ große Durability. Was kann ich denn gerade hier machen? Ich wollte ja auch einmal wieder Dschungelbäume, muss ich mir wieder besorgen. Schwarzeiche, Akazie, hier Dschungelholz habe ich hier. Ich habe hier nur Holz davon, ein wenig, aber muss ich wieder losziehen. Ich habe erstmal genug Nahrung. Das ist aber noch nicht fertig, also ich werde das erstmal noch hier sitzen bleiben. Könnte. Was könnte ich in der Zeit denn schon mal machen? Fällt mir gerade nicht viel ein. Außer hier vielleicht die Melonen abzuernten. So. Ah, immer diese Stotter, die nerven immer ein bisschen. Vielleicht kann ich hier noch was ändern hier. Speicherbeleuchtung auch aus. Ja, dann läuft es ein bisschen flüssiger. Ja, jetzt läuft es etwas flüssiger. Ist zwar nicht am schönsten, aber es soll ja flüssig laufen. Über ein Stack Melonen habe ich. Mal kurz, ob ich hier Bäume hingepflanzt habe. Und hier habe ich die Bäume noch gar nicht hingepflanzt. Also ich habe hier nur 7 Birken Setzlinge. Weil hier müssen Birken hin. 2, 3, 4 setze ich mal hier hin. Oder vielleicht 5. Ja, 5. Muss mir erstmal dann. Hier sind die Eichen. Erste Eiche schmieden. Kriegt Pferdschaden. Ah, es wird das. Ah, gerade wächst der Baum da und das Pferdschaden stirbt. Aber ich will ja mal endgültig los. Ich habe ja eine Axt. Da habe ich auch. Also kann ich denn eigentlich in den Dschungelbiom gehen? Skobbles habe ich auch noch, damit ich dann eventuell noch ein bisschen Sandstein abtragen kann für die Pyramide. Dann laufe ich jetzt schon mal los. Sieht man, dass ich nur Sandstein brauche hier. Sieht man hier, die Pyramide ist immer noch nicht fertig. Hier steht zwar schon seit Teil 15 fertiges Gerüst, aber selbst bei Teil 41 bin ich da noch nicht fertig geworden. Ich muss erstmal zum nächsten Dschungelbiom schwimmen. Vor uns ja eine Fichtenwald. Was? Hä? Was ist das denn da? Da ist ein Skelett. Wie kommt das denn da her? Ist da plötzlich ein Skelett gespawnt? Mitten am Tag. Da ist ein Skelett. Was sind die denn da? Hier sind Lichtbugs. Lichtbugs. Vielleicht ist deswegen her, warum hier plötzlich ein Skelett auftaucht. Am helllichten Tag. Enderman. Hier ist irgendwie eine Dunkelheit. Hier sind irgendwie so viele Monster, das sind Enderman da hinten unterwegs. Kommen die denn alle her? Ups, das ist der Enderman, gleich, ja.
mich auf den Weg dahin. Zum Dschungel. Da muss ich natürlich mit dem Meer abernten. Immer so meistens schräg in die Richtung laufen. Hey, Frau ist scharf. Verletzt mich direkt schon mal wieder. Ich war ja vor einigen Part war ich schon mal unterwegs, um dann an alle Holzarten erstmal ranzukommen und dann an einer Wüstensuche bin ich gegangen. Aber ich bin diesmal jetzt wieder auf Dschungelsuche. Ich laufe natürlich in die bereits erkundete Gegend. Ja, sieht nicht so gut aus hier. Alles nur Eiche und Birke. Aber kein Dschungelholz. Vielleicht ist es auf der Seite. Weizen habe ich noch ordentlich was. 60 Stück im Moment. Da kann ich also weitere Brote herstellen. Holz habe ich ja auch noch genug dabei. Also Holz ist immer ein Muss. Zuckerrohr habe ich nicht dabei. Aber ich hole mir einfach mal das über 4 Block groß. Dann. Das ist ein NPC-Village. Kann sein, dass ich dieses schon erkundet habe. Da irgendwie so auf dem Rückweg hier irgendwie ein Dorf begegnet habe. Ich glaube, das war in diesem Dorf, als ich auf dem Rückweg gekommen bin. So, wenn man hier eine Truhe leer ist. Ah, die ist nicht leer, da sind noch Sachen drin. Weiche anscheinend noch gar nicht. Dann war ich hier noch gar nicht. Scheint hier ein neues Dorf gefunden, was natürlich auch im Wasser ist. Ein Dorf unter Wasser. Und einige Kühe hier. Ah, ist ein bisschen langsam. Aber ich will ja Dschungel haben. Dann bin ich ja auch überhaupt unterwegs. Wohl habe ich hier keine. Dann scheint über die Nacht auch überlaufen. Und ich Lava sehen. Da ist hier ein Extreme Hills Biom. Versuchen aber die Nacht möglichst verletzungsfrei zu überleben. Jetzt gleich beginnen wird die Nacht. Komm hier nicht hoch. 10 Minuten Aufnahme.
Also ich muss mir unbedingt ein paar mehr Dschungelbäume holen, weil mir nämlich jetzt da vor Ort, wo ich bin, ausgegangen ist. Weil der einfach, weil der einen der Baum, den ich da hatte, da hat er keine Setzlinge mehr hinterlassen müssen. Ich muss jetzt wieder auf den Weg. Mit den Fichtenwald. Aber hier ist eine schöne Aussicht. Wieder runter. Bin ich hier unten angekommen, der Mond geht auf. Cool. Wie dumm bin ich ja, die bin auf 11. Kohle kann ich jetzt nicht gut gebrauchen, Fackeln. Einer. Und die nächste Eisenspitzhacke. Vielleicht sollte ich auch einmal eine Monsterfalle bauen. Auf jeden Fall grabe ich hier noch die restliche Kohle hier ab. Ich bin ja mit einer Eisenrüstung relativ gut geschützt. Weil jetzt hier schon die ersten Monster auftauchen. Hier sind Hühner. Muss ja immer durch die Tiger da durch. Der lässt mich schon wieder. Aber das heilt sowieso wieder. Also Nahrung habe ich genug dabei. Und ich könnte mich auch gegen Monster wehren. Ganz viele Schweine, das haben wir Fichtenholz, Birkenholz und normales Holz. Oh, Schafe sind da. Aber leider keine Schere dabei. Natürlich jetzt gerade keine Schere dabei, aber. Könnten wir jetzt in drei Schafe, muss ich. Drei Schafe umbringen. Drei Zombies. Da habe ich nämlich drei Wolle und die drei Wolle. Meloni heilen zwar nicht viel, aber ich habe ganz schön viele davon. Die heilen ja, glaube ich, nur einen Hungerpunkt. Und hier habe ich ein Crafting Table. Deswegen habe ich gerade diese Schafe getötet, um die Wolle zu bekommen. Wo ist das andere Stück Wolle? Hä? Das dritte Stück habe ich anscheinend gar nicht aufgesammelt. Wird bestimmt noch hier irgendwo liegen. Und hier liegt das dann noch. Die Wolle gar nicht mitgenommen. Level 30, okay, das ist schon ganz schön viel. Und da ich schon so viele Level habe, muss ich das dann jetzt noch verteidigen. Nein, jetzt hätte ich kein Holz. Das gibt mir irgendwie immer etwas. Ich will erstmal Holz herstellen und dann so ein Bett herstellen. Schlafen. Dass er neuerdings wirkt, dass man da nicht aufgeweckt wird. So, jetzt in die Richtung. Ich
Melone, was ist das denn? Hammelfleisch? Ich glaube, das ist ein Hammelfleisch. Ah, jetzt habe ich die Skelette sind tot. Oder werden sterben. Hier sind richtig viele Fichten. Schweine. Oh, aber keine Schweine, sondern. Ah, da geht's wieder runter. Ich wollte mal so bald mal hier einen Dschungel wieder finden. Hier bin ich. Hier habe ich wieder Sand. Oder ist noch mehr Fichtenwald im Gesicht. Das ist anscheinend erstmal kein Erfolg hier. Oh. Was macht da denn? Vielleicht geht hier noch weiter an diesen Extreme Hills. Und so bin ich aber ohne Kompass losgegangen. Natürlich ein bisschen blöder, ohne Kompass loszugehen. Ah. So, ich muss weiter in die Richtung. Hier geht es jetzt ja nicht weiter. Weiter in die Richtung. Warum ich muss in jeden direkt einen Weg rüber. Ich glaube, so komme ich am besten da auf die andere Seite des Bergs rüber. Oder des Berges rüber. Wir essen hier. Melone muss man viel häufiger essen. Jetzt habe ich aber auch mehr davon zur Verfügung. Jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht noch eins und Extreme Hills nicht mehr ist. Ist das nicht ein. Was ist das denn hier für Schaf? Zwei Schafe übereinander, ah. Das verstehe ich das. Zwei Schafe übereinander. Diese Hühner. Was eine schöne Welt hier. Ich glaube, hier könnte man sich auch gut niederlassen. Aber ich suche ja gerade nicht nach hier schönen Landschaften, sondern nach Dschungeln. Nach Dschungel, weil. Hier sind wieder so viele Schafe. Einen Dschungel brauche ich nämlich um. Wir wollten hier relativ hoch. Aber es ist ja neuerdings, dass ja ein Extreme Hills Biom sind auch Fichten. Also man hat nicht nur normale Bäume, sondern auch noch Fichten. Vielleicht immer noch ein bisschen mehr heilt. Das ist alles roh, also müsste das alles braten. Und Nahrung brauche ich gerade keine. Eigentlich gezackt, dann komme ich da auch drüber. Ach, ordentlich wehgetan. Aber das heilt sowieso wieder.
Wenn man isst, dann heilt es auch wieder. Ich will ja eigentlich gerne noch hier meine gewünschte Landschaft mal finden. Welche Kies? Extreme Hills M heißt es hier. Extreme Hills N ist das mit dem. Und das Ganze natürlich am Baum gleich am Brennen. Weil hier Lava ist, ne? Lava an der Oberfläche. Und ich kann hier drüber jumpen. Ja, ich bin drüber gejumpt über die Lava. Ich glaube, hier ist noch ein Maler bzw. Birkenwald. Zack, unter Wasser. Zuckerrohr mitnehmen, wir auch eine Zuckerrohrfarm bauen. Da jetzt schon am 21 Minuten aufnehmen, werde ich den Part erstmal gleich beenden. Und zwar sobald ich einen Dschungel hier gefunden habe. Natürlich ein bisschen langweilig, nicht nur nach Dschungelsuche zu gehen, den ganzen Park über wieder. Und ich habe da bestimmt irgendwo die Koordinaten noch von meiner Heimwohnung, ja, weil dann kann ich nämlich immer zu den Koordinaten noch zurücklaufen. Hier ist aber weit und breit kein Dschungel in Sicht. Sieht nicht gut nach Dschungel aus hier. Wenn man isst, dann ist man langsamer. Und verdeutlicht. Ah, es geht erstmal weiter auf Dschungelsuche. Was ist denn, ne? Das ist noch mehr Extreme Hills. Aber ich hätte doch immer so einen normalen bzw. Birkenwald. Also wo hier normale Bäume und Birkenbäume sind, das ist ja sowas hier. Und da hatte ich, glaube ich, auf der anderen Seite eines Flusses dann einen Dschungel. Und ich bin ja hier unterwegs wegen Dschungel. Und mir dieses Holz davon, diese Holzart und Setzlinge wieder, also Setzlinge davon wieder zu besorgen. Holz habe ich davon, ja, aber Setzlinge habe ich da natürlich keine. Und entschieden will ich mir die nicht. Das würde ich ja auch nicht hier laufen. Knackst. Auch fast schon im Kreis hier. Geht die X-Achse höher und die Z-Achse geht da höher. Und hier geht die X-Achse nach da höher, da geht die Z-Achse höher. Und da oben ist die Y-Achse gerichtet. Das heißt, ich dürfte ja nicht weit auf den Dschungel treffen, laut Koordinaten. Hier habe ich eine Ebene, ein Ebenenbiom. Fünf Äpfel habe ich ja auch noch. Äpfel heilen zwei. Aber wenn man die vergoldet, dann heilen die, glaube ich, mehr. Das ist auch so. Heilen dann mehr die Äpfel. Eine tief runtergehende Höhle, aber ich bin ja gerade nur aus Versehen reingefallen, aber es ist ja gerade was anderes, ein Dschungel. Ich glaube, ich möchte erstmal euch ein bisschen in Ruhe lassen und dann sozusagen gucke ich bis zum nächsten Teil erstmal die Koordinaten an, wo der nächste Dschungel ist und dann grabe ich dann sozusagen, holze ich da schon die Bäume ab. Ich würde den Fall auf 25 Minuten stoppen lassen. Also, dass wir den zuerst Dschungel finden, dann wird der Part bestimmt mehr als eine halbe Stunde lang. Das heißt, ich würde es jetzt beenden wollen. Ich hoffe auch, dass er trotzdem gefallen hat, wo ich fast je nur noch Dschungelsuche war. Dann teilt das Video, damit ich bekannter werde und ein Abonnieren würde einen weiteren Let's Play Part bedeuten. Also, pro Abonnent kriege ich ein Let's Play Teil. Bis dann und ciao. Wieder